Ach stimmt, jetzt können wir uns das von oben mal anschauen. Ja. Nice. Ey, dieses Spiel fickt mein Leben. Du musst einfach überlegen, das war alles ein Baum. Ein blöder Baum. Salve, des Kivoli, des Kivulekum und herzlich willkommen zu endlich einer neuen Folge wieder mit Marco. Wir begrüßen den Margo. Alter, Margo, das war jetzt so lang her, ne? Viel zu lange. Gott. Verdammt lang her. Hat ich einen Stress, ey. Dass mein Internet endlich wieder funktioniert. Eben. Also, wir müssen das, glaube ich, ganz kurz updaten. So, was ist jetzt alles passiert in der Zeit? Erstmal, wir sind wieder bei Genesis, Margo ist wieder da, Margo sind deine Lebenden. Wir freuen uns. So, was war denn überhaupt los? Erzähl doch mal. Ja, ich bin umgezogen. Haben wir ja schon mal gesagt, dass ich gerade am Umziehen bin und das war jetzt dann alles passiert. Von der WG raus jetzt in eine eigene Bude rein und ich habe eigentlich alles richtig gemacht. Ich habe mein Internet umgemeldet, so wie man es machen muss und es hieß, ja, ich muss einfach nur den Router mitnehmen, einstecken, läuft alles. Ging aber nicht. Und Problem war dann die ganze Zeit, dass ein Techniker vorbeikommen muss. Dann gab es aber Probleme, weil der Techniker irgendwie auf die alte Adresse kommen wollte. Dann musste ich einen neuen Termin machen. Dann war es eigentlich erst der 14. März, aber der 14. März ging dann doch nicht. Und dann war es halt eben irgendwie 30., 31. März, also Ende März, bis überhaupt erstmal ein Techniker kam. Und jetzt habe ich seit 2-3 Tagen endlich wieder richtig Internet. Gut, das war schön erklärt. In der Zeit, wo du erklärt hast, zeige ich gerade den neuen Skin, weil das hat sich auch verändert. Ich habe einen neuen Skin. Ich finde das gerade mega lustig, wie ich mich ganz langsam bewege. Irgendwie. Genau, Marco hatte kein Internet, hat aber offline ein bisschen was getan. Ne? Oh yeah. Also, erstmal, wie soll ich das erklären? Erstmal, das Haus hier habe ich gebaut in den letzten Tagen, ja. Seitdem der Server halt wieder funktioniert, seit den 3-4 Tagen, ja. Da habe ich erstmal gesagt, ich möchte hier das Haus schon mal anfangen, also erstmal staunen. Sieht wunderschön aus. Ich habe jetzt eine Überraschung für dich, Marco, und zwar habe ich da drin was versteckt. Ich habe nämlich da hinten ein paar Lootbags geöffnet und in dem einen Lootbag war was drin, was mich nochmal so richtig abgespaced hat, wo ich gedacht habe, so, das gibt's echt nur bei dem Spiel, komm mal rein. Das ist einfach eine Toilette. In diesem Spiel gibt's eine Toilette. Und dann hab ich hier rumgesucht und sowas. Es gibt einfach ein komplettes Bad-Equipment. Es gibt Bad, Dusche, dann, also innen. Ich kann mich da draufsetzen. Ja, genau. Guck mal, ich kann dich jetzt. Wir sitzen gerade beide drauf. Das ist ein bisschen komisch. Nicht, dass wir das schon mal gemacht hätten in echt, aber. Nee. Auf jeden Fall. Ah, da hinten sehen wir auch, Marco hat auch eine Farm gemacht, ne? Endlich, ey. Endlich haben wir eine Farm. Das ist sehr nice, deshalb konnte ich auch ganz viel Wolle herstellen, weil das hier ist Wolle, dieses weiße Krams. Dieser Mod, ich kann das gar nicht beschreiben, ich habe dann mal weitergesucht. Es gibt Kuscheltiere, es gibt irgendwie 20 Arten von Kuscheltiere. Ich frage mich, für was braucht man das? So, Kuscheltiere. Dann gibt es da also komplettes Außenbereich-Equipment, also es gibt so Spielplätze, so Schaukeln, Wippen. Ah, wir hatten doch ja schon mal aus den Lucky Blocks haben wir doch diese komische Lampe mal bekommen. Genau, sowas. Inneneinrichtung, dann gibt es so eine große Uhr und Sanduhren oder was weiß ich und dann waren da noch dieser, kennt ihr bestimmt alle diese pinkne Pelikan, die man sich in den Garten stellen kann. Das gibt's ja einfach. Da gibt's Sachen, da denkst du dir so, was? Also, und das kann man später alles craften Guck mal. Ja. Fancy Lantern. Ist nicht schön? Oh, Alter, genau, die hatten wir ja auch aus dem Lucky Block. Das passt voll gut dahin. Alter, das passt mega gut dahin. Was geht? Alter, nice. Jetzt sieht das echt. Also, ich würde sagen, allein das hat schon Daumen hoch verdient. Auch die Brücke, ne? Das hier ist nämlich, ich habe so eine kleine Brücke gemacht, über die man gehen muss, um in unser Haus zu kommen. Voll romantisch, ne? Vor allem auch so. Mir gefällt die Symmetrie. Ist da eine Symmetrie drin? Ja, klar. Ah ja, gut. Ja, ich habe extra darauf geachtet, es war mega viel Work und ja, ich bin sogar einmal gestorben, noch einmal runtergefallen, weil ist nicht so nice. Aber genau, Marco hat hier auch nochmal was automatisiert. Kannst du das innerhalb von 10 Sekunden erklären, was da jetzt passiert? Ja, Cobblestone Generator hier, Cobblestone geht dann hier in das Crucible rein, Crucible macht aus Cobblestone Lava, Lava geht hier in den Tank rein, Tank geht Lava rüber in den Lava Generator, der macht Energie für das Sieb und da können wir einfach Sachen reinhauen und dann müssen wir nicht mehr da dumm rumstehen und sieben. Genau. Also. Meine 12 Sekunden, aber okay. Dieses Ding, ja. Wir schreiben in die Kommentare, das waren keine 10, es waren 2. Mann, ey, du Otto. Genau, also es wird generell später alles so automatisch von automatisch. Apropos automatisch, die Monsterfalle habe ich auch automatisiert. Ah ja, ja, das habe ich gesehen, genau. Und habe das auch schon ein bisschen aufgeräumt. Da muss immer einer kommen, den Müll wegbringen. Mhm.
Aber funktioniert jetzt endlich. Genau. Da kommt jetzt, die Monster fallen da runter, sterben. Wir können da schauen, was so ist. Was cool ist, machen wir hier rein. Was nicht so cool ist, schmeißen wir in den Trash. Genau. Sehr smooth. So, jetzt aber, also ihr werdet wahrscheinlich jetzt im Laufe des Videos noch ein paar Dinge rausfinden, die wir noch so getan haben. Der Margo war nämlich... So, hä, was war das jetzt? Ja, genau. Am besten ist, wenn ihr einfach jetzt mal zum Vergleich die letzte Folge anschaut, also die Folge vor dieser Folge, und dann einfach schaut, was da jetzt für ein massiger Sprung jetzt war. Denn wir haben hier nicht nur jetzt Diamond Crop und Obsidian Crop, sondern der Marco war halt ganz, ganz fleißig. Ey, ich hatte kein Internet. Ich konnte den Server bei mir lokal laufen lassen und dann konnte ich halt die ganze Zeit da stehen und hab halt mal... Über einen Monat oder sowas? Ja. Nee, war es ein Monat? Ja, doch, einen Monat ungefähr. Ich hatte kein Leben. Einen Monat lang. Und zwar hat Marco Sivio-Essenzen geholt. Und die sind... Also, was heißt geholt? Er hat sie halt ergossen. Alter, das war so anstrengend. Und jetzt haben wir... Also, wir haben das jetzt schon so bereitgelegt, weil diese drei Items... Wir brauchen jetzt Sivio-Essenz, Iron Ingot und Gold Nugget, um Dingens herzustellen. Beste Armor, die wir bis jetzt machen können. Genau. Ich glaube, vielleicht sogar die beste Armor im Ganzen. Ich weiß nicht. Aber ich bin immer für alle Überraschungen offen jetzt, ne? Weil, als ich das gesehen habe, was man da alles herstellen kann. So, Sivir Ingot. Denn, also mit diesen drei Items stellen wir Sivir Ingot her. Und mit Sivir Ingot können wir Sivizio Chestplate und also die Rüstung herstellen und auch Schwerter und sowas. Und da habe ich jetzt gelesen. Du kannst damit einfach fliegen. Ja, ja. Wie geil ist das denn, Leute? Alter, das ganze Problem von der ganzen scheiß Sky Factory ist dann komplett gelöst, weil du einfach immer runterfallen kannst. Kannst fliegen. Das runterfallen, wir können die Zäune wegmachen. Man ist damit quasi, also nicht direkt im Creative-Modus, weil man kann ja nicht einfach alle Items holen, aber du kannst damit einfach rumfliegen. Wie, Alter. Geil. Lass sie jetzt einfach mal bitte schnell machen. Ja, genau. Ich hab Bock drauf. Also, ich nehme mir mal hier so eins. Ja, ich nehme mir auch mal von einem so einen 64er-Stack. Genau, genau. So, jetzt geht's ins Eingemachte. Wo haben wir denn unser Craft? Ah, du gehst an den Crafting-Table. Mhm. Ah, jetzt haben wir keinen mehr. Scheiße. haben wir da hinten nicht noch einen? Nee, oder? Wie rum war das jetzt? So? Muss ich mir noch Ding herstellen. Ich glaube andersrum. Da. So. Ah ja, genau so. Also in der Mitte 1. Ich glaube dann irgendwie so. Ich jetzt auch erst falsch rum. Mal schauen, ob ich es beim ersten Mal hinbekomme. 48 Sivis. Ja, nice. Nice. So. Helm. 36, Leggings. Das reicht eigentlich, glaube ich. Ja, ja. Brauche irgendwas um die 30 bis 40 brauchst du für die komplette Rüstung. Oh, nice. Oh yeah. Und noch die Schuhe. Bam. Geil. Ich muss gerade überlegen. 96% Fall Damage Reduction. 96% Damage 96%. Reduction, Alter. Was? Negates Fall Damage. Also wir kriegen keinen Fallschaden mehr. Ja. Und wir können fliegen. Okay, die wird jetzt angezogen. Wie geht nochmal Helm? Wie geht nochmal Helm? Wie geht nochmal Helm? Oben die 3 und links und rechts ein. Ah. Alter, sieht das ja, genau. Stylisch aus. So. Alter. Schauen wir uns mal beim Marco an. Ach, du kannst es. Ah, das ist ja cool. Also, ich weiß nicht, wie es in deinem Texture Pack aussieht. Bei mir sieht das alles einfach nur ein bisschen verpixelt aus. Aber. So. Oh yeah. Ach du Schande, schau mal die Duration. Die Durability meine ich. Was? 5121 für die Chestplate. Schaut mal links hin, ey. 5121 Durability. Oh Gott, das ist ja krass. Einfach komplett armored, das ist ja. Und wir sehen nice. Aus wie Power Ranger. Go, go, Power Rangers. Power Rangers. Und wir können fliegen. Ja, stimmt. Alter, guck mal, wie cool ist das, ey? Wie krass, ey, dieses Spiel. Alter, aber guck mal, was wir alles schon gebaut haben. Wie wunderschön das hier von oben aussieht. Ach stimmt, jetzt können wir uns das von oben mal anschauen. Ja. Nice. Ey, dieses Spiel fickt mein Leben, sorry. Du musst einfach überlegen, das war alles ein Baum. Ein blöder Baum. Ein Baum und jetzt fliegen wir jetzt rum. Jetzt sind wir übrigens weiter, als ich jemals war. Ich habe ja den Schritt nie geschafft, als ich allein gespielt habe. Aber jetzt hatte ich so die Motivation, das alles mit den Seeds zu machen. Und tatsächlich kein Fallschaden. Krass. Ja, stimmt, kein Fallschaden, krass. Ja. Das ist halt mega nice. Das ist jetzt, oh Gott, dieses Spiel, ich kann gerade nicht mehr. Wir müssen weitermachen, Marco, weil... Warte mal, also was steht denn jetzt überhaupt als nächstes an? Lass also wir haben unglaublich viele Achievements abgehakt. Craft Iron Seeds haben wir, Craft Diamond Seeds haben wir. Habe ich schon alles. Infused Armor haben wir. So, Fly haben wir.
So, wir sind jetzt in the age of exploration. Leute, das ist echt nice. So, oh yeah. Als nächstes. Use an angel block and your ability to fly to start a new island somewhere else. So, wir brauchen jetzt, das hatte ich vorhin schon gegoogelt, wollte ich sagen. Ich habe es vorhin kurz gegoogelt. Nee, ich habe es hier natürlich gegoogelt. Oh. Hoch. Hm? Ah, hier. Angel Block brauchen wir jetzt. Und ein Angel Block wird eigentlich relativ einfach hergestellt. Wir brauchen noch Gold in Gott und Federn. Federn haben wir hinten von den Hühnern. Hast du da schon welche geholt? Noch nicht. Ah, dann brauchen wir Gold in Gott und Obsidian. Obsidian haben wir auch. Guck mal. Und dieser Angel Block ist auch mega nice. Ich will jetzt nichts verraten, wie das funktioniert oder was da passiert. Das werdet ihr gleich ja sehen. Aber ich sag, ich kann soweit spoilern, es wird euer Brain explodieren lassen. Warte mal, wir können doch... Wir können... Was können irgendwie... Genau. Und guck mal, vor allem, wenn du jetzt das Schwert holst, mit nur 94 Durability sieht das so mickrig aus. Oder halt 101, ja. Ja, 101 halt maximal. Oh, wie schön, wir können nie wieder runterfallen. Ja, nice. Ja, stimmt, wenn du jetzt ich stell dir vor, was so... Sind unsere Hünden, was sind unsere Checken, oh nein, ne? ich falle doch. Ah, steht, ich falle wirklich. Oh, ich falle doch nicht. Oh, ich kann fliegen. Ups. Ist das wunderschön. Oh, das ist ein Monster. Hashtag Lifehack. Bam, bam. Witches. Echt? Ja, da war eine Witch. Mann, jetzt sieht man auch, wie scheiße wir gebaut haben, wenn man uns das von unten mal anschaut, was wir da für verschiedene Blöcke benutzt haben. Ja. Naja. Sieht schlecht aus. So, jetzt kann... Oh Mann, ich hätte es eigentlich machen sollen, bevor ich das Haus gebaut habe. Was denn? Weil, guck mal, jetzt kann man das Haus ja viel schneller bauen. Ja, stimmt halt. Ja, das war echt ein bisschen... Aber das habe ich auch aus dem Lootbag hier, ein Rosenbusch. Ein Rosenbusch? Schau mal, ein Rosenbusch. Hm. Aber die, ohne Witz, Margot, die Idee war so gut von dir vorhin, mit dieser fancy Ländern. Die ist echt so fancy. Fancy, ey. Ja, aber das Leben muss halt einfach fancy sein, sonst geht's halt nicht. Margot hat gesprochen. Ist einfach so. Ah, komm, jetzt lass mal ein bisschen produktiv sein. So, wir brauchen Obsidian. Hast du Obsidian schon hergestellt? Nö. Aber wir haben ja Obsidian-Dinger. Ja, deswegen. Ich schaue nur gerade. Ja, einfach nur Essenzen reinhauen. Hast du davon schon abgecraftet? Ja, in der einen kleinen Kiste. Ah ja, nur 8. Aber wir brauchen ja erstmal nur einen Block, ne? Ja. Theoretisch. Hier ist das heißt, wir brauchen noch Feder einen. Schon mal. Hast du eine Feder, zufälligerweise? Zufälligerweise nicht, nee. Aber das müsste doch bestimmt hinten in der Trashbox, wo alles Mögliche drin ist. Guck mal. Oh, ich hab den Lilypad abgecraftet. Lilypad. Ah. Oder hast du zufälligerweise 4 Eier? Weil dann können wir Chicken Seeds machen. Nee, ich hab gar nichts mehr so jetzt dabei. Ja. Das tut mir leid, Marco. Ich mach uns erstmal hier. Ach, wir haben ja Obsidian. Bin ich blöd. Echt? Ja, wir haben da noch 12 Stück. Ach so. Ja, dann. Beziehungsweise jetzt 20. Okay, Federn und Goldingot, Federn. Goldingots haben wir noch. Ich habe eine Feder, wir brauchen ja 2, ne, für das eine Teil. Dann kann man die irgendwie anders herstellen? Gibt es bestimmt irgendwie noch eine Methode? Ich will jetzt nämlich nicht unser Chicken töten. Ah, Chicken Essence. Toll. Haben wir Chicken Essence? Nee, wahrscheinlich nicht. Nee. Bist du gerade hinten bei... Ah, ich kann ja rüberfliegen. Ich wollte gerade hinlaufen. Es war noch Zeiten. Ich öffne gerade mal so ein paar kommen, ankamen Lootbags. Vielleicht ist da irgendwie sowas drin. Ich hatte vorhin so viele ankommen Lootbags einfach weggeschmissen, ja, weil die nicht brauche, so. Auch nicht. Weil wie viele Hühner haben wir? Ich glaube, wir haben nur 2 Hühner oder so, ne? Guck mal. 3 Stück, glaube ich, hatten wir. Oh, wir haben 0. Hä, null? Wo sind unsere Hühner hin? Die sind weg, Margo. Was? Hä? Ich weiß nicht, ob sie vorhin der Aufnahme schon weg waren, aber auf jeden Fall weiß ich, als wir vorhin reingekommen sind, habe ich geschaut. Hä? Waren's... Wo sind die Hühner? Vielleicht sind die irgendwie da durchgefahren. Nee, das kann nicht sein, oder? Können die da drüber springen? Ja, aber nur, wenn sie extrem clever sind, dass irgendwie sie... auf einen anderen Mob aufeinander... oder so. Ja, genau. Oh, verdammt. Aber beide? Gerade beide Hühner? Nee, wir hatten sogar 3. Hatten wir 3 Hühner sogar? Ja, aber dann kann das letzte... Oh. Wieso? Oh, hä? Ach nö.
Oh Mann, wie krieg. Weißt du, wie lange wir warten mussten, bis wir da die Hühner hatten, ey? Nee, so ein Scheiß. Ach, Mann. Vielleicht bekommen da ja nochmal welche. Ja, wir machen uns einfach Essenzen aus. So Chicken. Ja, okay. Essenzen und dann pflanzen wir einfach Chicken an. Macht das KFC bestimmt auch immer. Hast du Eggs? Was? Hast du Egg? Nein, leider Eier? Auch nicht. Ja, die brauchen wir dafür. Ja, die Hühner waren irgendwie weg, bevor sie Eier gelegt haben. Nein! Okay, wie machen wir das? Dann machen wir doch einfach jetzt anders weiter. Mit dem Angel Block lassen wir das und überspringen und machen Travel to the Nether. Jetzt schon. Ja. Plant Flower, das können wir dann auch erst machen. Genau. Travel to the Nether. Dann okay. Müssen wir jetzt einfach nur ein Netherportal machen. Alter. Wie sieht denn die Hölle dann da aus? Ah, stimmt. Weil ich meine, es gab ja nur einen Block mit einem Baum. Mhm. Gell. Bin ich mal gespannt. So, also, wo soll ich das hinbauen? Hier einfach? Boah, nee, das ist voll laut. Mach ja, das deswegen. irgendwo. Da unten, guck mal. Unten? Ah. Hier habe ich doch den einen Weg hingebaut. Das war schon extra dafür. Nur ja, dafür. Gut. Ich tue es trotzdem normal bauen, ne? Ich bin echt blöd. So, warte mal, es waren 3, 4, 5. Das ist 2 auf 3. Also, die Fläche ist 2 auf 3, wo das Portal drin ist. Also sind es unten 4 Blöcke. Ja. 1, 2, 3. Gut, das Portal ist halt jetzt ein bisschen blöd unsymmetrisch. Habe ich hier noch? Noch 2. Noch 6. Mach uns noch was Schönes für auf dem Weg. Ah, wir müssen Essen auf jeden Fall auch mitnehmen, ne? Ah, Mist. Oh ja, stimmt, Essen brauchen wir. Wir haben leider nicht so viel Essen. Oh, das ist so praktisch mit dem Fliegen. Das gibt's gar nicht, ey. Klar. Ah, so. Brot. Ich habe 3 Brot schon mal. Und ich nehme ein bisschen Baked Potato mit. Potato. Potato. Baked so. Tomato. So. That's live. Dann. Dann hört es schon mal gut an. Ja, und dann. Hast du Dingens, um das anzustecken? Nee, brauchst aber nur Eisen und Dings. Alter, das machst du ja in Asio-Sword. Was nee, ich geht? Mach uns. Ach so. Ja. Ist das stärker als unser jetziges? Nee, noch nicht. Aber warte, pass auf. So, okay. Jetzt haben wir das, dann nehmen wir das und machen hier die Crucio-Essenz drüber, dann haben wir ein Crucio-Schwert. Bam, jetzt haben wir Crucio-Schwert, Imperio-Essenz drum. Alter, wo hast du denn das ganze Zeugs her? Ja, du musst einfach nur die Sivicio-Essenz rückwärtig machen. Ah, okay, gut, ja. Eine Sivicio-Essenz sind irgendwie viermal Alter, wie lange hast du da dann gestanden? Lange. Sehr lange. Du hast ja mehrere Stacks von dem gemacht. Tada. Was? Und jetzt haben wir jetzt dieses Sivicio-Sword. Ja. Nimm mal deinen Stick da vor mir irgendwie. Ah ja. So, was ist das jetzt? 14 Attack ist schon mal nice. Aber das sind ja die ganzen Slots nicht drin, die ich da hatte. So wie Sharpness, wobei Sharpness ist ja nur für den Smite, aber gegen die Untoten. Ja, wir können ja mal testen. Das ist deswegen. Aber ich will's haben. Ja, okay. Das passt auch besser zum Outfit. Ich will's haben. Es passt besser zum Outfit. Okay, jetzt haben wir sogar ein Sivicio Sword, Alter. Okay. Ja, wir können auch noch so eine Sivicio. Übrigens hat es 8501 Durability. Was? Was? Also, wir uns doch eine Spitzhacke davon machen. Ah, ja, weil die bräuchten wir bestimmt, ne? Ja, genau. Wie geht es denn? Ah, kannst du gerade mal 2 Diamond-Spitzhacken machen? Ich glaube, in deiner Kiste sind noch Diamanten drin. Dann hole ich schon mal nochmal die Teile hier. Habe ich Holz? Wo ist Holz? Holz. Ah, oh, das ist kein Holz. Wenn man diese Standard-Dinge immer noch suchen muss. Ja, aber so unangenehm. Wir sollten einfach mal irgendwie eine Folge machen, wo wir einfach nur alles sortieren. Nee, eigentlich Dingens, offscreen, glaube ich. Oder, wir machen das Computersystem, wovon ich vor 20 Folgen ungefähr mal erzählt habe. Ach so, ja. Ist das irgendwo? Was, Computersystem? Nee. Ich guck gerade, ob man das irgendwo als Achievement machen muss.
Achso. Also Diamond Pickaxe habe ich jetzt schon mal. Hast du die ganzen Essenzen? Ja, ich habe zwei. Dann hau mal die eine in die Mitte. Ja. Einmal das. Das sieht, Alter, sieht auch cool aus. Ja. Mining Level Obsidian. Da. Das steht immer da. Mining Level Ardite. Das Wort ist Ardite. Ardite, was ist Ardite? Da gibt's Steine, von denen habe ich nie was gehört. Nimm mal raus und mach mir die Diamanten nochmal rein. Ja. 16 extra Essence from Minisio Essence. Und dann können wir da noch Gems einbauen. Ja, irgendwie schon, aber ich weiß nicht genau, wie das funktioniert. Wie gesagt, so weit war ich noch nie. Achso. Müssen wir nochmal schauen. Ja. Also es steht da auf jeden Fall, dass wir da einen Gemslot reinmachen können. Ich weiß auch, dass es funktioniert, aber ich weiß noch nicht genau, wie. Hm. Gut, jetzt haben wir Pickaxe, mach ich mal auf die 2. So, ich werde da hin. Alright, alright, alright. So, Alter. Ey, das hat sich so gelohnt, ey. Wurdest du da nicht irgendwann mal ungeduldig und hast gesagt so, oh, ich habe keinen Bock mehr? Ich habe nebendran Fernseher laufen lassen. Das ging, komischerweise. Fernseher hat funktioniert. Und dann habe ich da Scrubs die ganze Zeit geguckt. Oder How I Met Your Mother oder Big Bang Theory, alles, was so mittags irgendwie kam. Mhm. Ja, nice. Okay, wir brauchen trotzdem noch hier irgendwie ein smoothes Feuerzeug. Ach, haben wir noch keins? Warte. Ich glaube, also bestimmt irgendwo, aber... Nee, wir haben ja hier Flint und wir haben irgendwo... Hast du noch Eisen? Ein Eisen. Hier, ein Eisen. Ja, ich hab's. Okay. Da, Flint and Steel. So rum, ja, genau. Okay, dann go. Hast du was zu essen? Ja. Gut, ich auch ein bisschen. Aber ich würde sagen, wenn wir das jetzt angesteckt haben, wir gehen erst in der nächsten Folge rein. So. Um die Spannung ein bisschen aufrecht zu erhalten. Tobi. Also, Tobi. Also, was? Sowas. Ist ja... Oh der, nein, ich falle. Oh nein, Marco fällt, Hilfe. Ah, doch nicht. Oh, doch nicht. Das ist wunderschön. Ja. Okay, Leute, dann würde ich sagen, zeigt doch mit einem Daumen hoch, wenn euch die Folge gefallen hat, wenn ihr das auch so feiert, wie wir das tun. Vielleicht unser Revival uns endlich nach über einem Monat, ey. Ja, Mann, endlich. Ich bin so froh, dass es jetzt endlich alles geklappt hat, dass du endlich wieder Internet hast. Dein Datenvolumen von deinem Handy. Ich musste nachbuchen. Zum ersten Mal in meinem Leben musste ich Datenvolumen nachbuchen. Du hast schon 10 Gigabyte oder so. Ja, ne? Irgendwie sowas. Krass. Okay, dann würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann, haut rein. Ciao. Ciao.